Sehr güzel, her şey istediğim gibi. Şeflerini görmüyorum. Beginn des Einsatzes 7 Uhr. Gruppe 1 Holdack, Gruppe 2 Hardcamper, Gruppe 3 Billbrook. Unsere Aufgabe ist es, Beweise für Verstöße gegen das Ausländergesetz, Betrug, Verstoß gegen das Beschäftigungsgesetz, Steuerhinterziehung, Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen und so weiter sicherzustellen. Am Einsatzort Billbrook sind alle dort angetroffenen Personen zum Zwecke der Personenüberprüfung festzunehmen und der Ausländerpolizei zu überstellen. Beachten Sie ansonsten die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Fragen? Nein. Nee. Okay. Alles klar, Chef. Alles verstanden. Okay. Dann abrücken. Viel Erfolg bei Ihrer Aktion, Herr Menzel. Tut mir leid, ich habe jetzt zu tun. Wir sind Ihnen sehr dankbar, Herr Menzel, für Ihre Unterstützung. Eins muss klar sein, Herr Nouri. Ich bin Beamter der Bundesrepublik. Für mich sind die deutschen Gesetze maßgebend. Heißt das, dass Sie uns nicht helfen wollen? Haben Sie von Ihrem Vorgesetzten etwa keine Instruktionen erhalten? Sie behindern mich bei meiner Arbeit. Wir sind mitten in einer Polizeiaktion. Ich möchte mit Ihnen nicht streiten, Herr Menzel. Ich bin überzeugt, dass Sie unsere Absprachen respektieren werden. Ich hoffe, Sie erlauben uns wenigstens dabei zu sein. Sie wissen schon, zwecks Fortbildung. Zwecks Fortbildung, ich weiß. Schnell, Mann, viel krank, schnell. Sagt er, ist ihm schlecht, muss er kotzen? Herzkrank, Doktor holen, schnell, Doktor holen. Mann, wo soll ich denn jetzt einen Doktor hernehmen? Wir sind gleich in Hamburg, da gibt's Krankenhäuser. So lange muss er durchhalten. Hier, gib ihm einen Schluck davon. Wagen 2 für Menzel, bitte kommen. Hier, Wagen Menzel, wir hören. Unser Transport befindet sich jetzt 40 Kilometer vor Hamburg. Ende. Ist gut gegangen? War nicht leicht. Auf den Straßen ist total glatt. Mhm. Einer von denen ist krank. Was heißt krank? Scheint was Ernstes zu sein. Vielleicht musst du ihn zum Arzt bringen. Das
Sieh mal nach. Hadi, hadi, Chicken. Was mit meinem Geld? Ich bin saumüde. Das kannst du dir morgen in meinem Büro abholen, wie immer. Morgen. Sag bloß, der Kerl ist tot. Ja. Er ist tot, verstehst du? Wie kann das passieren? Warum hast du ihm nicht geholfen? Geholfen? Wie denn? Meinst du, ich mach bei deiner Sippe Mund-zu-Mund-Beatmung? Du hast ihn umgebracht. Kutuk. Du bist ein Mörder. Hey, jetzt gehst du zu weit. Ich lass mich von dir nicht anmachen, ja? Hör auf, Brandner. Und du auch, Mesut. Ich lass mich von so einem Kümmeltürk nicht blöde anreden. Kümmeltürk, ne? Hä? Kümmeltürk, du bist schuld. Ja, Kümmeltürk, ne? Kümmeltürk! Kann ich was dazu, wenn ihr einen Herzkranken einladet? Wenn du sowas nochmal machst, dann werde ich dafür sorgen, dass du deine Tochter nicht wieder siehst. Jetzt wirst du keinen Tag überleben, du mieser kleiner Knoblauchfresser. Scheiße, den Boden. Hadi, hadi, Polizei! Weshalb? Verstoß gegen das Ausländergesetz. Organisiertes Schlepper. Damit haben wir nichts zu tun. Sie kommen mit aufs Präsidium. Chef, hier ist ein Toter. Wollen wir gleich mal die Mordkommission aus den Betten. Ich versichere Ihnen, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Hier am Grundstück wurde eine Leiche gefunden. Haben Sie dafür eine Erklärung? Nein. Aber es ist Ihr Grundstück. Ja. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, wie das Ganze passiert ist. Man hat mich verständigt, dass auf meinem Grundstück fremde Leute rumlaufen. Also bin ich hingefahren. Mein Mitarbeiter Mesut Baran, den habe ich zur Sicherheit mitgenommen. Ah ja. Sie sitzen also ganz gemütlich in Ihrem Auto und auf einmal kommt ein Lieferwagen vorgefahren mit lauter Türken drin. Na genau. Ich war ziemlich schockiert, wie viele Leute man da reingefercht hatte. Ich hätte nie gedacht, dass man überhaupt so viel in einen so kleinen Wagen kriegt. 4.000 Mark pro Nase? Oder waren es 5.000? Macht für die Fuhre rund 100.000 Mark. Sie haben alle diese Menschen vorher noch nie gesehen? Nee. Und den Fahrer des Lieferwagens kennen Sie auch nicht? Nein. Sie lügen, Herr Hartkämper. Sie sind der Kopf einer Schlepperbande. Oh, das sind böswillige Unterstellungen. Ich will meinen Anwalt sprechen. Und es ist Ihnen auch egal, wenn unterwegs einer verreckt. Die Leute haben ja im Voraus bezahlt. Wissen Sie, was Sie für mich sind? Ein ganz mieses Objekt. Guten Morgen, Eise. Du schläfst ja gar nichts. Hallo, Papi. Ja. Ist das für mich? Hab ich dir mitgebracht. Woher hast du den? Aus Dänemark. Dänemark? Das hört sich ja an wie Geld. Dänemark ist ein Land wie Deutschland. Ich mach uns Frühstück. Willst du Müsli? Honigbrot. Getoastet? Ja. Wie wär's denn mit Zähneputzen und Waschen? Hm? Papa, woher kommt der Teddy nochmal? Aus Dänemark. Aus Dänemark. Dänemark? Das hört sich ja an wie Geld. Wie viele Süßigkeiten kann man für eine Dänemark kaufen? Ihr seid ja alle dumm. Dänemark ist ein Land. Die Kollegen haben das Nummernschild des Lieferwagens überprüft. Es ist gefälscht. Stammt von irgendeiner Rostlaube, die schon längst eingestampft ist. Zulassung kannst du da natürlich vergessen.
Ich hatte schon gehofft, der Wagen wäre auf Hardcamper zugelassen. Die Türken kennen den Fahrer auch nicht. Die sind irgendwo in Dänemark in diesen Lieferwagen eingeladen worden und die ganze Nacht über gefahren, ohne zu wissen, wohin. Und die stammen übrigens alle aus Ostanatolien. Das heißt, da sind keine Türken, sondern Kurden. Von Hatkemper und Mesut Baran haben die noch nie was gehört. Der ist übrigens auch Kurde. Was beweist das? Oh, kann nicht mal einer von euch sagen, dass ich gut recherchiert habe? Ja, wenn das alles nichts beweist, weißt du? Hey, Mesut, lass dich nicht einschüchtern. Du brauchst denen nur deinen Namen und deine Adresse zu sagen. Sonst nichts ist das klar. Mach dir keine Sorgen, mein Anwalt ist unterwegs. Wir sind bald wieder draußen. So, die haben nämlich nichts in der Hand. Das reicht, die können nach Hause gehen. Niemand hat mir gesagt, dass ich nicht mit meinem Mitarbeiter sprechen darf. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Ich bin ein Wikinger. Ich heiße Erik. Warst du in Dänemark? Ja. Meine ich dich, Erik. Ich meine Papa. Ja. Ich war in Dänemark. Was hast du da gemacht? Ein Auto abgeholt. Gehört uns das Auto? Nee, das gehört einer Firma, die Autos verleiht. Wo liegt Dänemark? Dänemark liegt im Norden, über uns. Da oben? Nee, ich zeig's dir. Über uns. Auf der Landkarte. Weißt du noch, wo Hamburg liegt? Ja, da. Nee, da. Da. Jetzt fährst du die rote Linie rauf, die Straße, so. Und da, wo es gelb wird, da liegt Dänemark. Da ist Dänemark? Da kommt Erik her? Genau. Erik, der Wikinger. Die Wikinger sind Seefahrer. Über die Wikinger gibt es ganz, ganz spannende Geschichten. Nimmst du mich mal mit nach Dänemark? Willst du die Wikinger wirklich sehen? Hm? Ich bin auch ein Wikinger. Ich heiße Erik, der Starke. Hier, halt mal. Und, ne? Herr Baran. Gucken Sie sich diese Fotos genau an. Tun Sie mir den Gefallen. Zusammen mit Herrn Hardcamper schleusen Sie Ihre Landsleute illegal nach Deutschland ein. Sie pferchen diese Menschen, die sich Hoffnung auf ein neues Leben machen, wie Vieh zusammen. In dem überfüllten Laderaum ist Ihnen dieser Mann gestorben, erstickt. Nehmen Sie das alles in Kauf? Ein Typen wie Hardcamper, kann ich das ja verstehen. Für den sind Ihre Landsleute, nehme ich mal an, Menschen zweiter Klasse. Kommt es auf einen mehr oder weniger nicht an. Aber Sie... Sie sind doch auch Türke. Ich bin Kurde. Der Tote? Hm? Und die anderen im Auto? Sind Ihnen die egal? Ich habe damit nichts zu tun. Herr Baran, Sie haben Jura studiert, sind ein gebildeter Mann und lügen genauso wie Hardcamper. Sie sollten doch auf der Seite des Gesetzes stehen. Wie sind Sie denn in diese Schlepperorganisation gekommen? Es geht Ihnen doch nicht ums Geld, hm? Ich möchte bitte telefonieren. Mit Ihrem Anwalt? Nein, mit meiner Freundin. Sagen Sie mir die Nummer. 653-712. 653... Ich versuche, Sie zu verstehen. Aber ich komme einfach nicht ganz mit. Vielleicht können Sie mir ein bisschen helfen. Ich weiß nichts. Ich kenne den Mann überhaupt nicht. Hardcamper hat Sie bedroht, hat Ihnen gesagt, Sie sollen den Mund halten. Er hat mich nicht bedroht. Ja, warum tanzen Sie dann nach seiner Pfeife? Sind Sie von ihm abhängig? Frau Dahlberg? Bockmüller, Kriminalpolizei. Herr Baran ist bei uns. Er möchte Sie sprechen. Anja? Ich bin bei der Polizei. Bei der Mordkommission. Sie haben mich festgenommen. Ich weiß nicht, wann ich hier rauskomme. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich bin unschuldig. Auf Wiederhören, Frau Dahlberg. Unschuldig, meinen Sie, ja? Und nicht ein bisschen schuldig? Nein. Sie sind Mitglied der kurdischen Arbeiterpartei, nicht wahr?
Ja. Sie wollen also ein besseres Leben für Ihre Landsleute. Was Großes machen, Kurdistan befreien. Und was ist mit dem hier? Es tut mir leid, dass er gestorben ist. Wir werden uns um die Angehörigen kümmern. Finden Sie nicht, dass der Schuldige bestraft werden sollte? Er sollte bestraft werden, ja. So, jetzt kommt die wichtigste Frage. Wie ist der Name von dem Mann, der den Lieferwagen gefahren hat? Hä? Ich kenne den Mann nicht. Sie kennen den Mann nicht. Aber Sie schützen ihn. Mit wie vielen Toten wollen Sie Ihr Gewissen belasten? Ich bin politischer Flüchtling. Und ich habe kein Verbrechen begangen. Sie haben also nicht das Recht, mich so zu behandeln. Schließlich ist Deutschland ein Rechtsstaat. Ja, ja. Wenn es um die weltbewegenden Sachen geht, da werden wir schon mal ein paar Verluste in Kauf nehmen. So sind wir nun mal, wir Männer mit den großen Zielen. Wenn Herr Baran es eines Tages geschafft hat, sein Volk zu befreien, dann kann ich ihm ja die Fotos zuschicken. Wie war's, Beinbull? Mir können Sie nichts anhaben. Jetzt drehen Sie Messe durch die Mangel. Ich hoffe, er singt nicht. Wieso sollte er? Es wäre schlecht, wenn er deinen Namen nennen würde. Ich meine, wegen deiner Tochter. Meine Tochter geht dich nichts an. Schon gut, schon gut. Ich mache mir auch nur Gedanken. Die Sache mit dem Toten ist Messelt nämlich schwer an die Nieren gegangen. Und? Mir wäre es lieber, wir würden in Zukunft unsere Geschäfte ohne ihn machen. Was soll das heißen? Vielleicht haben ihn die Bullen eingeschleust. Quatsch. Ein deutscher Partner wäre mir jedenfalls lieber. Was ist mit dir? Du hast was los. Was kannst du als Fahrer schon groß verdienen? Und Mesut? Den überlasse ich dir. Du bist doch Einzelkämpfer. Ich denke drüber nach. Wir haben Besuch. Unsere türkischen Kollegen. Wahrscheinlich wollen Sie sich einen Orden für Ihren Tipp mit Hardcamper abholen. Ja, guten Tag. Guten Tag, Herr Menzel. Ich freue mich über Ihren Erfolg, Herr Menzel. Ich wäre glücklich, wenn ich meinen Vorgesetzten auch einen kleinen Erfolg melden könnte. Natürlich. Unser Erfolg ist ja auch der Ihre. Ich weiß nicht, ob meine Vorgesetzten sich sehr auf Wirtschaftsdelikte interessieren. Aber darum geht's doch hier wohl, oder? Sie haben einen deutschen und einen türkischen Mann verhaftet, Herr Menzel. Sie sind beide Verbrecher. Der Deutsche gehört Ihnen. Wir möchten den anderen Mann. Er ist ein Staatsfeind. Wir möchten, dass er an die Türkei ausgeliefert wird. Kann sein, dass das passieren wird, Herr Nuri. Darüber müssen die Gerichte entscheiden. Es hängt davon ab, ob wir genügend gegen ihn vorbringen können. In dem Wagen war ein Toter. Reicht das Ihnen nicht? Er bestreitet, etwas damit zu tun zu haben. Sie glauben ihm das? Das ist Sache der Mordkommission. Wir bearbeiten Wirtschaftsdelikte. Die deutschen Polizeibehörden sind schwer zu durchschauen. Es geht alles seinen juristischen Gang. Ach übrigens, wir wollen uns heute Abend zu einer kleinen Feier zusammensetzen. Vielleicht kommen Sie dazu. Sie sind herzlich eingeladen. Ich fürchte, ich werde verhindert sein, Herr Menzel. Bitte nehmen Sie mir es nicht übel. Wiedersehen. Hadi gidelim. Wiedersehen. Die Polizei von dir? Ach, nichts Besonderes. Eine blöde Razzia und ich bin da irgendwie reingeraten. Aber deine Papiere sind doch in Ordnung, oder? Ach, vergiss es. Ich muss dir was sagen. Halt dich fest. Was ist los? Du wirst Vater. Nein. Ist das wahr? Ja, ich war beim Arzt. Der Test ist positiv. Ich bekomme ein Baby. Ich werde Vater? Ja. Das ist ja wunderbar. Das ist großartig.
Ich werd Vater! Ja! Seninle görüşmek istiyor. Ne yapacak beni? Bilmiyorum. Dışarıda görüşmek istiyor seninle. Dışarıda bekliyor. Ayşe. Ayşe. Von wem? Zwei Türken waren da. Als sie weggingen, hatte der eine ihre Tochter auf dem Arm. Zwei Türken? Wie sahen die aus? Tja, wie Türken halt so aussehen. Sie hatten schwarze Haare und Schnurrbärte. Und? Bei uns, wann waren die da? Vor einer halben Stunde vielleicht. Eiche hatte ihr Teddybär im Arm. Kannst du die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen? Bitte? Ich bin doch kein Deutscher. Ich bin Kurde und ich fühle mich auch als Kurde. Du lebst wie jemand, der sich weigert, seinen Koffer auszupacken. Wir werden bald eine Familie sein müssen. Möchtest du denn in einem Land leben, wo man dich ständig beleidigt und an die Wände schreibt, Ausländer raus? Weißt du, dass es nicht alle Deutschen so sind? Du hast deine Freunde hier, du hast mich. Und was ist mit deinem Vater? Er verbietet mir, in sein Haus zu kommen. Würde er das denn mit deinem deutschen Schwiegersohn machen? Er ist doch nur eifersüchtig. Wenn ihr miteinander reden würdet, euch kennenlernen. Er hat Angst. Er denkt, ich will ihm ein Stück von seinem Reichtum wegnehmen. Ich will gar nichts von ihm. In Kurdistan werde ich Bürgermeister oder Abgeordneter sein. Ja, du könntest es auch hier zu etwas bringen. Soll ich deutschen Hausfrauen ewig Gemüse verkaufen? Ich wäre nicht mehr Mesut Baran. Für mich wärst du immer Mesut Baran. Der Mann, den ich liebe. Anja, warum willst du mir einen Strick um den Hals legen? Noch ehe unser Sohn 1 Meter groß ist, wird Kurdistan frei sein. Ich glaube, du willst mich einfach nicht verstehen.
ist sie? Wovon redest du? Von meiner Tochter. Wenn du nicht sofort sagst, wo sie ist, lege ich dich um. Ich weiß es nicht. Hast du mich heute Morgen angedroht, sie wegzuholen, oder habe ich mich da verhört? Ach, kein Scheiß, Brandner. Ich zähle jetzt bis drei. Ich weiß es nicht. Eins. Hör auf. Zwei. Stöber, Kriminalpolizei. Brockmüller. Was kann ich für Sie tun? Wir haben leider eine sehr unangenehme Nachricht zu überbringen. Geht es um Mesut? Ihr Bruder ist erschossen worden. Können Sie sich vorstellen, dass es politische Gründe gewesen sind? Mesut hat 4 Jahre im Gefängnis gesessen. Weswegen? Mein Bruder hat in einer Studentenzeitung berichtet, wie politische Gefangene gefoltert wurden. Sie wollten ihn zum Schweigen bringen. Ich muss Sie das fragen. Was wissen Sie über die Schleppertätigkeit Ihres Bruders? Er wollte unseren Landsleuten helfen. In Kurdistan werden sie bombardiert. Sie verhungern. Sie erfrieren. Und wenn sie nach Deutschland kommen, sind sie vor ein paar Monaten außer Gefahr. Heute früh ist ein Mann bei einem Transport gestorben. Haben Sie noch mehr Fragen? Wir melden uns bei Ihnen. Hallo? Wenn meine Tochter in 2 Stunden nicht wieder hier ist, knall ich dich auch ab. Wie Mesut. Und ich meine es ernst. Ich will Sie nicht lange stören, kann mir vorstellen, wie Ihnen zumute ist. Können Sie mir eine Beschreibung des Täters geben? Er lief an mir vorbei. Er war ganz blutig und hatte ein Gewehr in der Hand. Mesut lag auf dem Boden und überall war Blut. Sein Blut. Wie sah der Mann aus? Brandner. Er heißt Brandner. Kümmere ich mich mal um die Fahndung. Können Sie mir noch was über den Mann erzählen? Er macht Fahrten für Hardcamper. Für Hardcamper? Ja. Es war alles voll Blut. Meine Hand. Alles war voll Blut. Brandner. Den Namen habe ich nie gehört. Hardcamper, ich warne Sie. Das mit dem Menschenhandel mag ja gut gelaufen sein bis jetzt. Aber hier handelt es sich um Mord. Da hört bei mir der Spaß auf. Mord? Wer ist ermordet worden? Mesut Baran. Mesut ist tot? Also, wie ist die Adresse von Brandner? Keine Ahnung.
Wie viele Leute arbeiten im Moment bei Ihnen? Etwa 150. Wieso? Hier habe ich ihn mitgebracht. Machen Sie eine komplette Liste von all Ihren Mitarbeitern. Adressen, wo im Moment beschäftigt und so weiter. Und fangen Sie an. Wieso? Was soll das? Wir werden Ihre gesamte Belegschaft auf korrekte Papiere hin überprüfen, sobald Sie mit der Liste fertig sind. Dafür stehen 20 meiner Kollegen bereit. Und wenn irgendwas nicht stimmt, wandern Sie in Untersuchungshaft. Ist das überhaupt gesetzlich? Eins steht fest, was Sie machen, ist ungesetzlich. Nun fangen Sie schon an. Sie können sich die Arbeit natürlich auch sparen, indem Sie einfach die Adresse von Brandner rausrücken. Brandner hat gelegentlich für mich gearbeitet. Er hat Farben gemacht. Mensch, die Adresse, nun machen Sie schon! Hohenesch 58. Ich sag Meier 2 Bescheid. Hohenesch 58, darf ich mal? Das brauchen Sie ja nicht mehr. Warum sagen Sie das nicht gleich? Ja, weil ich Angst habe, verdammt nochmal. Brandner ist verrückt, er hat mich vorhin angerufen, er war außer sich. Warum? Wegen seiner Tochter. Was ist mit der? Sie ist verschwunden. Und Brandner glaubt, dass Mesut sie entführt hat. Mesut Baran? Ja, er ist doch der Onkel von dem Kind. Wussten Sie das nicht? Nee. Er will, dass sie türkisch erzogen wird. Er hat schon öfter gedroht, sie Brandner wegzunehmen. Brandner ist mit einer Türkin verheiratet? Das weiß ich nicht. Die Frau ist jedenfalls vor ein paar Jahren gestorben. Brandner hat das Kind bei sich behalten, ich glaube, gegen den Willen der Familie Baran. Also genaueres darüber weiß ich nicht. Da müssen Sie schon den Bruder von Mesut fragen. Mhm, danke. Rechnen Sie auf jeden Fall damit, dass wir Ihre Belegschaft überprüfen. Stimmt's? Wissen Sie, wo er ist? Er sucht seine Tochter. Die wurde nämlich von zwei Türken abgeholt. Türken? Ja, zwei Türken. Können Sie mir vielleicht sagen, wie die aussahen? Zwei Türken mit Kind. Also so viel wie heute ist bei uns schon lange nicht mehr los gewesen. Sagen Sie, wo wohnt dieser Brandner eigentlich? So. Ist das sein Wagen? So. Los, Jungs, der ist noch da. Zwei Mann mit mir, einer sichert den Hof. Nächstes Mal sage ich Ihnen die Nummer von dem Wagen, mit dem die Türken weggefahren sind. Was er sagt. Schön langsam. Jetzt hier rüber, Handschellen raus. Einer links, einer rechts. Du auch, Hendo! Ich geh jetzt aus der Tür raus. Wenn du mich nicht mehr siehst, zählst du bis 10. Und dann rufst du deinen Kollegen. Und wenn nicht? Da puste ich ihm die Birne weg. Eins. Zwei. Thank you.
ist gut erschossen. Ich kann es nicht glauben. Er ist doch unser Schwager. Evna zavaye meye ev şeytane. Wie mesut kuşt ev taşı bir kuşe. Tehina hönekir. Was sagt Ihre Frau? Sie meint, dass er mich auch erschießen wird. Und was meinen Sie? Er hat hier angerufen, vor einer Stunde. Sagte, er bringt mich um, wenn ich seine Tochter nicht zurückgebe. Zurückgeben? Ja, wie? Ist das Kind denn bei Ihnen? Nein, es ist nicht bei uns. Und wo könnte das Kind sein? Vielleicht bei Hartkämper. Wieso gerade bei dem? Er kennt Brandner sehr gut. Und er weiß, er wird durchdrehen, wenn man ihm seine Tochter wegnimmt. Wahrscheinlich wollte er, dass Brandner glaubt, Mesut hätte es getan, damit er Mesut umbringt. Ist ein bisschen weit hergeholt, aber das ist vielleicht eine Möglichkeit, Paul. Jedenfalls, Brandner meint es ernst. Das hat er inzwischen bewiesen. Wir müssen sie deshalb in Sicherheit bringen. Und wie? Am besten in Gewahrsam. Das konnte ich nicht ertragen. Herr Levent, wir müssen mit allem rechnen. Dort sind Sie sicher. Ich gehe an jeden Platz, aber in kein Gefängnis mehr. Gut, dann bringen wir Sie so lange in einem Hotel unter, bis wir Brandner gefunden haben. Mein Kollege wird Sie begleiten. Ich will aber meine Familie nicht allein lassen. Brandner hat es auf Sie abgesehen, nicht auf Ihre Familie. Die bringen Sie nur in Gefahr, wenn Sie hier bleiben. Wir stellen ein paar Kollegen zum Schutz Ihrer Familie ab. Bence adam haklıdır. Gidersen iyi olur. Çok haklı adam. Also gut. Ich will Ihnen vertrauen. Dieser Brandner hat wirklich eine hochinteressante Ermittlungsakte. Das liest sich wie ein Abenteuerroman. Fallschirmjäger bei der Bundeswehr, Einzelkämpferausbildung. Was man von dir nicht gerade behaupten kann. Schwere Körperverletzungen in mehreren Fällen. In der Türkei hat er gesessen, weil er versucht hat, Waffen ins Land zu schmuggeln. Pistolen. Die hat er in der Tür von seinem Wagen versteckt gehabt. Und er kann im Gegensatz zu dir damit umgehen. Ruf mal an, wo der Obduktionsbericht von Messi bleibt. Der ist mehr als überfällig. Stöber. Ja, danke. Wir kommen. Wo denn? Okay. Wir haben den Wagen von Brandner gefunden in der Tiefgarage. Soll ich auflegen? Nee, kannst das Telefon mitnehmen. Komm. Ziemlich gut Deutsch. Wo haben Sie das gelernt? Auf der Universität von Ankara. Ich habe deutsche Literatur studiert. Und warum sind Sie denn nach Deutschland gekommen? Doch nicht, um Gemüse zu verkaufen. Entschuldigung. Natürlich nicht. Ich war Lehrer in Diyarbakir.
Und ich habe ein Band mit Gedichten in kurdischer Sprache verfasst. Kurdischer Sprache? Ja. Ich habe deutsche Dichter ins Kurdische übersetzt. Goethe, Heine, Bertolt Brecht. Ach, das ist der Grund, weshalb Sie verfolgt worden sind? Ja. Die kurdische Sprache war verboten. Man durfte nicht einmal Kurdistan sagen. Es hieß offiziell Ostanatolien. Kurdisch war eine Geistessprache. Mein Gedichtband hieß deshalb Verse in Geistessprache. Ich verstehe nicht viel von Gedichten. Die Militärpolizei auch nicht. Sie haben mich geschlagen. Sie zerstörten meine Wohnung. Sie verbrannten meine Manuskripte. Alle. Es blieb nichts übrig. Nichts. Hallo, Kollegen. Wahrscheinlich hat er den Wagen gewechselt. Sieht so aus. Gibt's hier einen Parkwächter? Nö, hier ist alles vollautomatisch. Allmählich kriege ich ein mulmiges Gefühl bei der ganzen Sache. Hm? Die sollen eine Ringfahndung auslösen. Hm? Oh, ja. Ich will Sie ja nicht ausquetschen, aber dass ein Kerl wie der Brandner mit ihrer Schwester ein Kind hat, das finde ich schon irgendwie erstaunlich. Er war in unserem Haus viele Wochen. Bei uns kann jeder Gast bleiben, solange er will. Meine Schwester hat sich in ihn verliebt. Ah ja. Und dann? Mesut wurde verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Ja. Einfach so? Ohne Gerichtsurteil? Ja. Sie haben einfach das Kriegsrecht ausgerufen. Viele meiner Landsleute wurden verhaftet. Mein Vater und ich beschlossen, in den Untergrund zu gehen. Brandner und meine Schwester folgten uns nach. Hat Kemper sagte uns, ihre Schwester sei umgekommen. War das ein Unfall? Kein Unfall. Sie sprengte sich selbst in die Luft. Ein Entführungsversuch, der misslang. Wen wollten Sie denn entführen? Den Gefängnisdirektor von Diyarbakir. Man nannte ihn den Elektriker, weil er seine Gefangene mit Strom folterte. Wir wollten ihn entführen und gegen Mesut austauschen. Und die Sache ging schief? Ja, leider. Und deswegen werden Sie in der Türkei gesucht? Man konnte Brandner und mir nichts beweisen, dass wir dabei waren. Niemand hat uns gesehen. In Deutschland würde man das Terrorismus nennen. Die Leute, die Hitler bekämpft haben, waren das Terroristen? Kein Laut, sonst knall ich euch ab. Wo ist meine Tochter? Wir haben sie nicht. Wo habt ihr sie hingebracht? Wolf, bitte. Wir haben sie nicht. Du lügst. Ich weiß, dass zwei Türken sie abgeholt haben. Mesut und dein Mann. Wo ist Levent? Sie haben ihn abgeholt. Abgeholt? Wer? Die Bullen? Wohin? In einem Hotel. Was soll der Scheiß? Was macht er in einem Hotel? Meint er, da ist er sicher vor mir?
Ich habe ihm gesagt, dass wenn meine Tochter in 2 Stunden nicht wieder da ist, knall ich ihn ab. Die Zeit ist um. Wo ist er? Bitte. Ich kenne den Namen nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe nur die Nummer. Die Telefonnummer? Dann gib her. Na, mach schon. Tja, das ist ja ganz bestimmt nicht. Sie sehen wirklich nicht alle gleich aus. Das tun Sie nicht. Fällt Ihnen sonst noch was zu der Sache ein? Ich könnte Ihnen die Nummer von dem Wagen sagen. Von Brandners Wagen? Nein, die Nummer von dem Wagen der Türken. Die das Kind entführt haben? Klar. Die Nummer haben Sie? Ja. Warum sagen Sie das nicht gleich? Junger Mann, ich weiß sehr viel mehr, als ich Ihnen in 3 Jahren erzählen könnte. Sie müssen mir nur sagen, was Sie von dem, was ich weiß, hören wollen. Also jetzt würde ich erstmal ganz gerne die Nummer hören, zum Mitschreiben. Ach ja, bitte schön. Die habe ich ja hier. H-H-U-L 931. Danke. Tja, das ist ein ganz armer Kerl, dieser Mann. Aber die Liebe zu seiner Tochter, die steckt wie eine Krankheit in ihm. Aber er hat ja schließlich nichts anderes auf der Welt als sie. Ich habe nicht meine Tochter. Oh. Guten Abend, Herr Hauptkommissar. Kommen Sie schon raus, das hat doch keinen Sinn. Sie bringen sich nur in Gefahr. Nimm Bill bitte, nimm Bill bitte. Der Schlüssel steckt noch. Hallo? Ist da das Hotel Reichenberger? Bitte? Hotel Merkur. Entschuldigung, dann habe ich mich verwählt. Ja, wiederhören. Ja. Ja, wir sind vorsichtig. Bis später. Ist was passiert? Ihr Wagen ist in die Luft gesprengt worden. Möglicherweise Brandner. Und was ist mit meiner Familie? Ihrer Familie geht's gut. Machen Sie sich keine Sorgen, wir passen schon auf Sie auf. Ich kann ihn mir einfach nicht als Mörder vorstellen. Erzählen Sie mir mehr. Wir wissen fast nichts über ihn. Er hat sich verändert seit dem Tod meiner Schwester. Er hat sie so geliebt, wie er jetzt das Kind liebt. Vielleicht sollte ich nicht mich verstecken und mit ihm reden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Ihnen zuhören würde. Er würde bestimmt nicht auf mich schießen. Er kann mich nicht hassen. Ich könnte ihn wahrscheinlich davon überzeugen, dass wir seine Tochter nicht haben. Warum sollte er Ihnen mehr glauben als Mesut?
Kollegen. Ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Verbrennung an Rücken und Händen. Hör mal, ich habe hier eine Autonummer. Check die mal bitte. Vielleicht führt sie uns zu den Leuten, die das Kind von Brandner gekidnappt haben. Mach hin, mach hin, mach hin. Jo. Wir machen zwei für Zentrale. Wollen wir rein? Ist alles in Ordnung? Ja. Mir ist nichts passiert. Die Kinder auch nicht. Warum ist das Auto explodiert? Ich verstehe das nicht. Jemand wollte Ihren Mann umbringen. Und warum wollten Sie mit dem Auto wegfahren und wohin? Ich hatte Angst. Ich wurde zu lebend. Aber Sie sind nirgendwo sicherer als in Ihrer Wohnung. Sie sehen doch, was Brandner für ein gefährlicher Mann ist. Er war bei mir. Mit einem Gewehr. Er war hier? Er war hier bei Ihnen in der Wohnung? Was wollte er denn? Die Telefonnummer. Vom Hotel? Haben Sie ihm die gegeben? Ich hatte Angst. Aber Ann, machen Sie sich keine Sorgen. Ich verständige sofort meinen Kollegen. Brandner kommt an Ihren Mann nicht ran. Aber Sie müssen mir auch einen Gefallen tun. Bleiben Sie bitte hier in der Wohnung. Ich werde die Wachen verstärken. Morgen ist Ihr Mann wieder bei Ihnen. Verlassen Sie sich auf mich. Okay, verstanden. Ende. Bitte, schaffen Sie Verstärkung her. Jemand muss in der Wohnung bleiben. Bringen Sie auch eine Kollegin mit, die sich um die Frau kümmert. Weichen Sie den beiden nicht von der Seite. Notfalls schlafen Sie neben Ihrem Bett, okay? Herr Kommissar! Ja? Für Levin. Für Levin. Sehen Sie da hinten rein. Gib's ihm. Ja? Rocky? Brandner hat die Telefonnummer von eurem Hotel. Er wird also bald bei euch auftauchen. Seid vorsichtig. Ich bin zu euch unterwegs. Ende. Ja, wir sind vorsichtig. Bis gleich. Können Sie mir helfen? Ich bin nämlich fremd hier. Ich kenne mich hier nicht aus. Ja, bitte. Los, einsteigen. Und sagt einem Engel, er soll weiterfliegen. Wir treffen uns in 10 Minuten in der Haifischbar. Na komm schon. Du fährst mich jetzt durch die Bullensperre. Du erzählst denen, du musst mich ins Krankenhaus bringen. Ich hätte am Blindarm oder irgend sowas. Und verplapper dich nicht, sonst schieße ich. Und die Bullen schießen auch. Und dann gibt's einen Blutbad. Also bleib ruhig. Guten Abend, fahrtisch überprüft. Ich bin im Krankenhaus. Mein Freund ist sehr krank. Er hat Schmerzen. Wahrscheinlich hat er einen Blinddarmdurchbruch. Na gut, dann fahren Sie bitte weiter. Wo das Krankenhaus ist, wissen Sie? Ja. Bester? Höber. Guten Abend. Wir müssen hier weg. Ich habe ein anderes Hotel. Meier 2 ist unterwegs. Der bleibt als Verstärkung bei euch. Das soll ich Ihnen von Ihrer Frau mitbringen. Abbruch. Das müssen Sie unbedingt probieren. Das reicht bestimmt für 3 Personen. Aber nicht jetzt. Ein andermal. Packen Sie Ihre Sachen. Die Karawane zieht weiter. Sind Kurden eigentlich Nomaden? Weiß ich nicht. Hast du meine Zahnbürste mitgebracht? Vergessen. Wir kommen. Verstanden. Ende.
Verstärkung schon da? Alle Eingänge sichern. Und denk dran, der Mann ist äußerst gefährlich. Mit der Autonummer von diesen Türken stimmt irgendwas nicht. Die hatten Sperrvermerk. Wir kriegen keine Auskunft über den Fahrzeughalter. Geheimnummer. Warum fahren zwei Türken mit einer Geheimnummer durch Hamburg? Hast du beim Staatsschutz gefragt? Habe ich doch schon gemacht. Die wissen natürlich von gar nichts. Hier, da wird gemauert. So, wie kommen wir dann weiter? Weiß ich doch nicht. Ich frage mich, ob Brandner wirklich die Bombe unter das Auto gelegt hat. Das ist nicht sein Stil. Da laufen noch andere Verrückte in der Gegend rum. Rocky, nimm dich in Acht. Und vor wem? Das weiß ich eben nicht. Die Schusswunde, an der Mesut gestorben ist, sah nicht aus wie ein aufgesetzter Schuss. Die Kugel kann ganz genauso gut durchs offene Fenster von draußen gekommen sein. Aber wir müssen derart warten auf den Obduktionsbefund. Die haben offenbar einen Leichenstau. Das Leichenstau in der Leichenschau. Entschuldigung. Du glaubst, Mesut ist nicht vom Brandner erschossen worden? Ich sag nur, nimm dich in Acht. Die Gefahr muss nicht nur von einer Seite kommen. Ich habe immer gewusst, dass die türkische Geheimpolizei hinter uns her ist. Die Geheimpolizei? Ja. Wegen der Sache damals. Sie wollen, dass wir ausgeliefert werden. Sie können aber nichts beweisen. Darum weigern sich die deutschen Gerichte. Jetzt wollen sie es anders machen. Sie vermuten, die türkische Geheimpolizei hat die Tochter von Brandner entführt, um Brandner gegen sie aufzuhetzen? Ja. Und eben haben Sie noch gedacht, hat Kemper was? Der Tipp für die Razzia in seiner Firma soll von türkischen Kollegen gekommen sein. Die sind gerade zur Fortbildung bei uns. Woher weißt du das? Kantinentratsch. Ihr aufgewärmtes Essen, bitte. Was ist das denn? Ein kurdischer Spezialität. Sieht gut aus. Bleibst du hier, Paul? Ich habe leider zu tun. Aber ich sag nicht nein. Haben wir schon was zu Weihnachten gekauft? Nee. Ist jedes Jahr dasselbe. Immer nehme ich mir vor, rechtzeitig loszugehen. Tja, ich auch. Du. Und dann ist wieder der 24. das Ladenschluss. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag. So singt ruhig weiter. Ich sehe, man feiert den Erfolg. Kollege Stöber, so spät noch unterwegs. Auch ein Glas Sekt. Gerne. Ich muss dich mal was fragen, Kollege Menzel. Kleinen Moment mal. Sag mal, kennst du dieses polizeiliche Kennzeichen hier? Ja, das kenne ich. Und? Wer fährt den Wagen? Zwei Kollegen aus der Türkei. Warum fragst du? Weil zwei Türken, die den Wagen mit der Nummer fahren, sollen ein kleines Mädchen entführt haben. Die Typen sind mir wirklich nicht sympathisch, aber das traue ich ihnen nicht zu. In der Kantine erzählt man sich, die hätten euch einen Tipp gegeben. Ja, aber nicht ganz uneigennützig. Ich glaube, es ging ihnen um einen von Hardcampers Leuten, den Kurden, den wir euch wegen des toten Mannes überstellt haben. Mesut Baran. Der ist heute Mittag erschossen worden.
Erschossen? Wir verdächtigen einen Mann namens Brandner, der den Lieferwagen gefahren hat. Und der euch heute früh leider durch die Lappen gegangen ist. Auch wir sind unterbesetzt und unterbezahlt. Nicht nur die Mordkommission. Was wollten denn die beiden türkischen Kollegen von Mesut? Dass er in die Türkei ausgeliefert wird. Es scheint was Politisches zu sein. Weisung ziemlich von oben. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, sie würden ihn lieber tot als lebendig mitnehmen. Haben Sie mir mal einen Gefallen tun? Wenn ich jetzt ja sage, bereue ich es nachher wieder. Was würden wir essen, wenn wir die Ausländer nicht hätten? Meierlich. Die Deutschen sind komisch. Ausländer wollen sie nicht, aber Pizza und Döner essen, ne? Zimmer 105. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Aufgelegt. Alles in Ordnung bei euch? Alles okay. Hier war gerade ein anonymer Anruf. Meinst du, das war er? Meinst du, das war er? Meinst du, das war er? Jetzt wirst du bei mir wohler. Man werde bloß nicht nervös. Wir passen auch auf euch auf. Du glaubst, das ist da drin? Ja, sicher bin ich nicht. Du gehst zu ihnen rauf und guckst dir die Wohnung an. Bei dir schöpft er weniger Verdacht als bei mir. Dich kennt er, ihr habt zusammengearbeitet. Und denk dir einen guten Grund aus, warum du ihn sprechen willst. Was ist, wenn das Kind da ist? Du lässt dir nichts anmerken. Verlässt ganz normal die Wohnung und nachher gehen wir zusammen noch mal rein. Also gut. Okay. Rocky? Rocky? Ja? Ich glaube, du hast es bald überstanden. Ich weiß, wo das Kind ist. Zumindest habe ich so eine Ahnung. Na, dann beeil dich. Und sei vorsichtig. Übrigens, Kollege Menzel hat mir bestätigt, dass die Autonummer vom Wagen der Türken stammt. Das ist eine heiße Nummer. Also, sag den Kollegen unten Bescheid, sie sollen höllisch aufpassen. Nicht nur auf Brandner. Da streuen möglicherweise noch andere Typen ums Hotel rum. Als ob ein Verrückter nicht genug wäre. Wie geht's euch sonst? Euch sonst geht. Die Nacht ist lang, mein Lieber. Einsatzwagen, bitte kommen.
natürlich. Hast du die ganze Wohnung gesehen? Ja. Sie waren sehr zuvorkommend. Wenn du mich fragst, das Kind ist woanders. Das ist schade, schade. Das wäre schön gewesen. Was nun? Wie bist du eigentlich auf die Leute hier gekommen? Durch einen Zeugen. Ein alter Mann hat zufällig gesehen, wie zwei Türken mit Eisch in ein Auto gestiegen sind. Das Kennzeichen war Hamburg UL931. Der Wagen steht hier hinter uns. Ist der Mann zuverlässig? Kommt mir ziemlich clever vor, ja. Sag mal, gibt's vielleicht ein Foto von den beiden? Du wirst lachen, es gibt eins. Wir haben am ersten Abend ein bisschen zusammengesessen. Es ist zwar ein Gruppenfoto, aber immerhin. Und sag bloß, du hast es bei dir. Nee, leider. Es müsste bei irgendeinem Kollegen auf dem Schreibtisch rumliegen. Sicher die Tür. Einsatzwagen, bitte kommen. Einsatzwagen, bitte kommen. Verdammt nochmal, wo seid ihr denn? Ruf die Rezeption an. Tot. Geh runter, guck nach, was los ist. Sei vorsichtig. Klopfst du dreimal kurz, viermal lang, dreimal kurz. Hast du verstanden? Okay. Also. Glauben Sie, dass Sie da sind? Sie? Wieso Sie? Ich meine, die türkische Geheimpolizei. Ich dachte eigentlich an Brandner. Vor dem habe ich nicht so viel Angst. Their names are Nuri, Nuri and Ilyas. Do you know them? Yes! They are here to hospitalize with the German police! Isn't that in the problem? No, no, no! Not really problems! Can you tell me something about them? Französisch? Rate doch mal, Mensch! Well, well, well! It should be treated discreetly! Don't give it to the papers! Yes! Yes! I see, I see. Very well. Political! Yes! Well, thank you so much. Next time in Istanbul. Yes, so long. Die beiden sind nicht von der Wirtschaftspolizei, sondern vom Staatsschutz. Aha. Was lernen wir daraus? Im Hamburger Hafen stehen Panzer für Israel. Polnische Autohändler fliegen mit ihren Ferraris in die Luft. Türkische Polizeibeamte kidnappen kleine Mädchen. Hamburg, das Tor zur Unterwelt. Das ist tot. Hä? Der Anschluss zum Hotel ist tot. Nix. Hast du nicht eben mit Istanbul telefoniert? Ja. Pass auf, versuch Borgmüller zu erreichen. Ich rede noch mal mit meinem alten Spitze. Okay. Hier auf dem Flur ist alles ruhig. Ich gehe jetzt nach unten. Sei vorsichtig. Ich melde mich dann wieder. Gut. Okay.
Hallo Weihnachtsmann. Das finde ich ja klasse, dass ihr jetzt sogar in den Hotels die Kinder beschert. Ich habe hier auch einen. Der hat eine rote Nase, die leuchtet sogar. Haben Sie hier zufällig jemanden gesehen? Meier 2. Einsatzwagen, bitte kommen. Wo wart ihr denn die ganze Zeit? Wir haben uns nur eben was zu essen geholt. Wir waren höchstens 5 Minuten weg. Wir hatten einen Stromausfall. Ich habe euch Meier 2 runtergeschickt. Ist er da? Weit und breit keine rote Pudelmütze zu sehen. Sucht ihn, aber seid vorsichtig. Meier 2. Meier 2. Meier 2, warum meldest du dich nicht? Meier 2. Der und der. Sind Sie ganz sicher? 100%ig. Der hat das Kind getroffen. Danke. Also. Ich habe zu danken, Herr Hauptkommissar. Römer? Paul, irgendwas stimmt hier nicht. Meier 2 ist spurlos verschwunden. Komme. Kommissar, ich wollte gerade Ihren Kollegen anrufen. Es fehlt ein Zimmerschlüssel von einem Zimmer, was nicht vermietet ist. Welche Nummer? Zimmer 100. Haben Sie einen zweiten Schlüssel dafür? Ja. Danke. Stöber hier mal auf. Und öffnen Sie nur, wenn dreimal kurz, viermal lang und dreimal kurz geklopft wird. Verstanden? Ja.
einen Notarztwagen. Schnell einen Notarztwagen. Meier 2 ist schwer verletzt. Verdammt, Mann, jetzt hat er den Notarztwagen finden! Na, Frau Möller. Paul, ich habe ihn geschickt. Da kannst du doch nicht für. Anna, er muss hier irgendwo sein. Keine Dummheiten. Ich habe Levent. Wenn Sie wollen, dass er am Leben bleibt, geben Sie mir meine Tochter wieder. Und keine Frauentricks. Wenn ihr das Zimmer stürmt, schieße ich sofort. Ende. Ich rufe das Einsatzkommando. Den Einsatz von Tränengas könnt ihr vergessen. Ich habe eine Gasmaske dabei. Lassen Sie Levent frei, bevor es zu spät ist. Sie haben überhaupt keine Chance, lebend hier rauszukommen. Ich will meine Tochter. Ein Wagen, ein freies Geleit. Ich gebe euch genau eine Stunde. Dann zerschieße ich ihm die rechte Kniescheibe. Die Zeit läuft. Ich werde Ihre Forderungen weiterleiten. Ende. Ich hab nicht gedacht, dass ich das schaffe, wie? Du hast den Mut eines Löwen und den Verstand einer Maus. Irgendwie habe ich den gern gehabt. Den Komiker. Den abgestochen wie ein Stück Vieh. Ehrlich, Angehörige hier in der Stadt? Weiß ich nicht. Ich weiß aber, wie er mit Vornamen hieß, Oswald. Bin gleich wieder zurück. Sag denen vom MEK, sie sollen nicht Krieg spielen. Folgt jetzt eine Einteilung der Bereitschaftsräume. Hast du wirklich geglaubt, dass wir dein Kind haben? Warum bist du nicht zu uns gekommen? Wieso hast du nicht mit uns gesprochen? Wenn ihr sie nicht habt, wer sonst? Wer sollte sich für sie interessieren? Sie hat niemand was getan. Wie konntest du Mesut erschießen? Er war doch wie ein Bruder zu dir. Ich habe ihn nicht erschossen. Der Schuss kam von draußen. Von draußen? Wahrscheinlich vom Haus gegenüber. Irgendeiner hat ihn einfach abgeknallt. Die Polizei glaubt, du bist es gewesen. Was die Polizei glaubt, ist mir scheißegal. Ich will meine Tochter wieder haben.
Ich brauche Aische. Verstehst du? Ich brauche sie. Sag mal ganz langsam. Hemengelin Küsjok Hasta. Hemengelin Küsjok Hasta. Ja, du glaubst, das funktioniert? Hemengelin Küsjok Hasta. Das muss funktionieren. Das ist unsere letzte Chance. Hier ist Stöber. Verbinden Sie mich mal mit den beiden türkischen Kollegen. Ich leg auf, ja? Also nochmal. Hemengelin Küsjok Weich. Küsjok Hasta. Hemengelin Küsjok Hasta. Wie war ich? Wird sich bald rausstellen. Menzel, ich schlag dich persönlich. Zum Ritter? Mir zur Beförderung vor, weil du nämlich ein Sprachgenie bist. Das ist passibel. Ich auch. Ruf an, die sollen Verstärkung schicken. Ja. 7 bis 8 Mann, die werden wir brauchen. Ja. Die besten, die sie da haben. Ja. Fortbildungskurs im Gefängnis fortsetzen. Wird ziemlich lange dauern. Abführen. Aus. Herr Brandner, melden Sie sich. Habt ihr meine Tochter? Wir haben 100.000 Mark in einem Fluchtwagen deponiert. Ich scheiß auf das Geld. Wo ist meine Tochter? Wir haben sie noch nicht gefunden. Bitte verlängern Sie das Ultimatum. Kommt nicht in Frage. Herr Brandner, hier spricht Hauptkommissar Brockmüller. Bitte seien Sie vernünftig. Wir kennen den Aufenthaltsort Ihrer Tochter noch nicht. Mein Kollege ist aber unterwegs. Eine Minute. Ich glaube, wir müssen stören. Ich glaube nicht. Verstand verloren. Brandner, Ihre Tochter ist hier, die möchte mit Ihnen reden. Aische? Ich bin wieder da, Papa. Wo bist du? Hier sind ganz viele Männer. Aische, ich komme dich jetzt holen. Und dann fahren wir ganz weit weg, ja? Wir fahren ganz weit weg. Ihre Tochter war nicht bei den Barans. Die haben mit der ganzen Sache nichts zu tun. Also, lassen Sie Levent frei. Los, steh auf. Zur Tür. Ich komme jetzt mit ihm runter. Sie bringen meine Tochter zum Wagen. Ganz alleine. Wenn ich einen Bullen sehe, erschieße ich Levent. Hold up.
sie los. Mein Teddy! Gel Maral, ağlama. Ağlama əzizim. Gedaxmam hanım yanına. Gel əzizim. Ağlama. Rocky, du musst mir einen Gefallen tun. Maya 2 hat doch Verwandte in der Stadt. Wir müssen Bescheid sagen. Ich bringe das allein nicht über mich.